Ich habe heute jemand ganz, ganz bunten eingeladen, mit mir meinen ersten Podcast seit langem zu begehen. Es war hier eine ganze Zeit lang still um mich und jetzt habe ich mich entschlossen, einfach weiterzumachen, weil ich befinde, es gibt Menschen, die haben eine ganz, ganz bunte Geschichte zu erzählen. Und zu diesen bunten Geschichten im wahrsten Sinne des Wortes gehört die Dominik Rupp. Ich habe Dominik bei einem Seminar von unserem Partnerunternehmen Questico kennengelernt. Und das Schöne ist, wir sind Kollegen bei Astro TV gewesen oder sind sicherlich jetzt noch, aber unsere Wege haben sich jetzt gerade so ein bisschen geteilt, wo wir alle unsere eigenen Dinge jetzt mal vorantreiben, weil es einfach Berufung geworden ist. Und da will ich auch gleich die Überleitung machen zu dem Thema Berufung. Die Dominik hat einen ganz interessanten Werdegang. Und zwar sind wir beide in der Lebensberatung, das heißt, wir sind klassische Kartenlegerinnen mit all unseren eigenen Nischen, die wir noch besetzen. Und wenn die Dominik mal so einen Arm hebt und sich vielleicht mal so ein bisschen präsentiert, dann weiß ich, was ich meine mit dem bunten Leben. Weil die Dominik hat ihre Leidenschaft, ihre Passion zum Beruf gemacht. Also von der Leidenschaft zur Berufung. Und da wollen wir einfach mal drüber sprechen, wie so ihre Stationen im Leben waren. Dominik, ich darf sagen, du hast gesagt, du bist noch 41. Siehst gar nicht so aus. Das muss ich sagen. Danke. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben. Es war auf dem Seminar. Und du bist ja schon eine auffällige Persönlichkeit, ne? Also mit den Tätowierungen, das blonde lange Haar. Also da merkt man einfach, da ist eine Auffälligkeit gegeben. Und ich weiß noch, als du das erste Mal bei Astro TV warst, dann hattest du rosa Haare. Ne? Und das war so diese Eyecatcher, ne? Dieses Rosa. Und ich weiß ja, glaube ich, auch, dass du so für die, wie sagt man so schön, diese Einhornfraktion, du magst das unwahrscheinlich gern, ne? Wenn es nicht kitschig ist, ja. Aber du magst so dieses Einhorn, dieses so rosa, sage ich jetzt mal, ne? Ja, Das ist so ein bisschen dein. ich liebe Rosa. Schön. Sag mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier so gucken, was machst du eigentlich? Stell dich mal vor, wie alt bist du? Was hast du bis jetzt gemacht? Wie war dein Werdegang? Man, so hattest ja auch mal ein ganz in Anführungszeichen normales Leben, bis du zu deiner Berufung gekommen bist. Wie hat es ausgesehen? Eigentlich kann man sagen, ich habe schon so ziemlich alles gemacht. Bin von einem ganz erdigen Männerberuf, nämlich eigene Chemielaborantin, über viele Jahre Klinik, über viele Jahre Gastronomie in die Lebensberatung gerutscht. Also zur Freude meiner Mama, weil die eben einfach ja Astrologin ist, schon immer war und das bei uns auch immer Thema war, aber keins ihrer Töchter oder keine ihrer Töchter den Weg auch eingeschlagen hat. Ich bin den dann irgendwann oder ich habe den eingeschlagen und habe dann ein paar Jahre Lebensberatung gemacht, genau. Aber auch Um, ganz klassisch, ne? Kartenlegung ganz klassisch. ja, genau. Was für Karten legst du? Lenormand-Karten. Also genauso wie ich. Ja. Klischee, ne? Klischee. Okay. Wunderbar. Ich glaube, Klischee wäre Ja, Tarot. auch für mich eigentlich, für mich ist Klischee Lenormand, ne? Also das ist typische Tarot Lenormand, sagen wir, das Typische für uns, ne? Und wie, wenn du jetzt mal so guckst auf deine Lebensreise, man, es hat ja irgendwann mal angefangen, so als Teenager, na, du sagst ja, du hast es, also die ist es schon in die Wiege reingelegt bekommen, du hast den Faden dann irgendwann nur aufgegriffen. Sehe ich richtig? Ja? Genau. Wenn man jetzt in dieses alles so etwas reinblickt, weil du, ich denke ja, ich weiß ja, bei mir war es ja so, da waren die Menschen erst so ein bisschen skeptisch, weil die mich ja gekannt haben, wie ich normalerweise bin. Und als ich mich dann so dieser spirituellen Ader geöffnet habe, was ja immer bei uns ist, bin ich so gegen Skeptiker gelaufen. Ja? Wie war das bei dir? Genau gleich. Genau, Also die einzige, die natürlich da immer an mich geglaubt hat und auch daran geglaubt hat, dass es der richtige Weg für mich ist und dass ich gut bin darin. Also ich würde sagen, ein ganz großer Teil unserer Arbeit ist ja eben dieses, den anderen durch genaues, wie soll ich denn sagen, auf den Punkt sein und aufmerksam sein, die analysieren. Wertschätzung entgegenbringen, die ihm zusteht, ne? Und ja, und meine Mutter wusste, dass ich gut darin bin.
Und ja, ansonsten Skepsis auf ganzer Linie, selbstverständlich, bei mir auch. Total. Und wie ist es denn dann so gewesen, als du dann angefangen hast, Karten zu legen, ist da nicht mal hinter vorgehaltener Hand einer gekommen und hat gesagt, legst du mir auch mal die Karten? Ja. Wo er skeptisch war? Ja, ja, ich sag immer, das ist so dieses Modern Talking Phänomen, ne? Also keiner tut's, es will auch keiner was damit zu tun haben, aber die haben trotzdem Millionen Tonträger verkauft und bei uns ist es genauso. Also es kamen viele Freundinnen, die gesagt haben, ja, kannst du für mich ja mal machen, aber die, glaube ich, eigentlich öffentlich nie dazu gestanden hätten. Also wie gesagt, auch kritisiert worden, ne? Also wie kannst du das machen oder wie machst du das oder... Ja, ja, also der Mann meiner Freundin sagt immer die Zauberin, ne? Also so im Lächerlichen, also insofern ja, auf jeden Fall. Und dann immer natürlich dieses, glaubst du da etwa dran und so weiter. Ja, natürlich, hatte mit ganz, ganz vielen Vorurteilen zu kämpfen, wie wir bestimmt alle. Und das fällt mir auch, da muss ich ganz ehrlich sein, bis heute schwer. Es fällt mir bis heute schwer zu sagen, ich mache etwas, ich mache das ja immer noch und zwar sehr gerne und zwar, ich mache etwas, was so fast schon am Rande der Gesellschaft ist. Zumindest tun die Menschen so, ne? Viele tun so, als würden wir da voll was, ja, weiß ich auch nicht. Ich sehe das immer so ein bisschen als Grenzgänger. Ja. Ja, weil das ist ja auch so, also wenn man so dieses klassische Kartenlegen, also mir ist es jetzt passiert, ich habe letzte Woche habe ich mit meinen Hypnosekollegen getroffen und habe immer ganz kurz vor knapp habe ich meine Karten ausgepackt, ne? Und habe dann, also jedenfalls hat jemand eine Frage und habe ohne viel zu wissen exzellent auf den Punkt getroffen. Ja. Ja, das war wirklich so, dass er so süß. Ne? Es ist ja immer auch ein bisschen mehr als nur Karten legen. Man geht ja auch in die Empathie mit rein. Das muss ich mir auch sagen. Man ist ja bei den Menschen mit dabei und so eine Kartenlegung ist halt was ganz Persönliches und auch persönlich geschnitten. Das muss man dazu sagen. Da stimmt die Energie, da stimmt die Frage und dann kommt natürlich die Antwort. Abnehmen können wir es nicht. Entscheidung muss jeder selber treffen. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Aber ich finde, die Lebensberatung mit all seinen Facetten kann ein wunderbarer Hinweis sein auf Tendenzen. Um entscheiden muss man sich selber. So sehe ich das. Ja, so sehe ich das auch. Ich treffe überhaupt keine Entscheidungen für jemanden. Ich kann immer nur sagen, ich denke, wenn du dich so und so entscheidest, dann geht so und so weiter. Beziehungsweise eigentlich ist es ja so, dass die Menschen ihre Antworten immer schon selber wissen. Ja. Nur sich entweder nicht trauen, dazu zu stehen. Und dann hilft es ja ganz oft, nur bestimmte Sätze oder Fragmente zu wiederholen, die sie eh schon gesagt haben. Und dann dämmert es manchmal. Langsam. Auf die Sprünge hilft, ja. Gib ich dir recht. Du bist ja, soweit ich das in Erinnerung habe, ich steinige mich jetzt, wenn ich was Verkehrtes sage, du warst verheiratet, ne? Ja. Ja, und du hast Kinder? Ja, zwei. Du warst eine junge Mama, ne? Ich war eine ganz junge Mama, meine Kinder sind schon 19 und 21, genau. Aber ich bin total froh, die, ja, es war super anstrengend, also zumal die nur anderthalb Jahre auseinander sind und das mit 20, 22, klar, das war super anstrengend, aber guck mal, jetzt sind die groß, ich bin immer noch jung oder zumindest fühle ich mich jung. Ein Tag älter als 19, liebe Dominik. Jetzt, wenn ich das so eruiere, du hast jung angefangen, du warst verheiratet, es geht alles seinen Gang. Wir haben natürlich als Lebensberater auch unsere eigenen Facetten, unsere Lebensabschnitte begangen. Deswegen können wir unseren Kunden, was ja übrigens Frauen sind in der Selbstfindung, perfekt helfen. Ja. Und wenn man jetzt mal so guckt, du bist ja nicht von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit gegangen. Das war ja auch ein Prozess. Wie hast du das empfunden? Wie war das jetzt, wo du sagst, Mensch, ich bin den klassischen Weg gegangen, verheiratet, Kinder und bin dann durch alles in die Selbstfindung gegangen? Weil du stehst ja, man steht ja im Leben in vielen Beziehungen zu anderen Menschen. Ne? Und wie kannst du sagen, hat dich das vorangebracht? Alles, was du getan hast, waren ja immer Stationen. Da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil tatsächlich bin ich von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit. Ja.
Und zwar ja durch die Situation, dass ich mich getrennt hatte, eben aus der Ehe raus. Und das ja aus so einer blöden Situation, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Das war so, Wohnung lief auf ihn, obwohl wir gemeinsam eingezogen sind. Auto hatte ich dann auch keins mehr, weil die liefen auch auf ihn. Gearbeitet habe ich bei ihm. Also ich wusste, wenn ich das jetzt hinschmeiße und mich trenne, dann wackeln alle Säulen, die du so im Leben haben kannst. So war es bei mir auch. Und bei vielen ist es ja auch so, ne? Genau, deswegen, ich kenne auch diese Angst, diesen Sprung zu machen. Und zwar nicht nur von wegen, ja, Geld ist noch da, aber man verlässt den Mann. Oder ja, Eigentumswohnung ist da zwar, aber, ne, oder die Arbeit bleibt, bei mir ist auch gar nichts geblieben. Überhaupt gar nichts. Ich bin gegangen von heute auf morgen und es war nichts mehr da. Nur noch eben meine Tochter, mein Sohn war schon nicht mehr da, aber meine Tochter war noch da und mein Hund. Und die Emma, die ja jetzt die Große ist, weil noch ein Kleiner nachkam, die war der Grund, dass ich gesagt habe, wie soll ich jetzt wieder 10 Stunden arbeiten gehen? Also das habe ich ja vorher auch getan, aber da hatten wir die Hunde immer mit dabei in der Gastronomie. Ja, und dann hat meine Mama immer mehr gedrängt und hat gesagt, du kannst es, bitte mach das. Und dann war es ein Sprung ins kalte Wasser. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, Also ich habe es jetzt so, wie du gesagt hast, da ist immer so ein Prozess. Ich habe es, glaube ich, mit dem Prozess ein bisschen so diesen Entwicklungsprozess gemeint. Aber ich bin auch gesprungen. Ich bin damals wirklich, wie du sagst, von nichts, ne? Aus meiner Ehe raus, ich bin gesprungen. Ja. Auch in meine Selbstständigkeit bin ich wirklich gesprungen. Ohne ich auch. Nachzudenken. Genau. Und dann plötzlich, scheiße. Ohne Sicherungsnetz. Das ging mir genauso. Aber die Station zwischendrin, das war so ein Erfahrungsprozess bei mir. Ja, bei mir auch. Und du hast ja immer, das heißt ja immer auch so, man, früher war ich ja nicht so wie heute, dass ich mich ausrichte nach den Lebensgesetzen oder du sagst mir immer, Energie folgt der Aufmerksamkeit, ne? So wie du es haben willst, du willst sein. Man steckt ja auch in gewissen Ängsten drin. Und ich finde, du hast es jetzt ganz, ganz klasse gesagt, du bist so wie bei vielen Frauen, ne? Es ist ja, wie viele Frauen stecken einfach in der Ehe fest und sagen, Mensch, ich halte das aus, die Kinder sind noch da, wo soll ich hin? Genau. Was würdest du sagen? Geht ja gar nicht. Man denkt dann immer, es geht ja gar nicht. Doch, doch, es geht. Und ich habe auch gedacht, es geht ja gar nicht. Und ich habe auch gedacht, kann ich nicht machen. Dadurch bin ich ja so krank geworden. Ich war ja 2 Jahre Schmerzpatient. Und das war mein Weg. Mein Weg war sehr, sehr schmerzhaft. Also man hat den Druck so lange erhöht, bis ich gesagt habe, okay, dann springe ich halt, verdammt. Aber dann bist du gesprungen? Ja. Das ist ja auch immer so das Ich bin gesprungen. Direkt bei der Entlassung aus der Bonner Uniklinik, nach meiner Operation. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wie sind uns dann, also in diesem, ich denke, das ist so dieser Prozess, oder beziehungsweise korrigiere mich, wie lange bist du schon selbstständig? Selbstständig bin ich jetzt gut 3 Jahre. Das ist das alles noch gar nicht in Anführungszeichen so lange her, ne? Nein! Perfekt, also... Man sieht, dass es anders geht. Ja? Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig, habe mich aber in der Zeit entwickelt, bin aber auch gesprungen. Deswegen, ich kann es verstehen. Wir sind uns damals bei AstroTV über den Weg gelaufen oder vorher schon bei AstroTV wieder und ich musste so lachen. Dominik hat gerade eben zu mir gesagt, ich habe Lampenfieber, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Das finde ich perfekt gemacht vor der Kamera. Deswegen war ich so ein bisschen okay. Lampenfieber ist in Ordnung, habe ich aber auch vor jedem Auftritt, das ist ganz normal, aber ich komme dann sehr schnell in die Ruhe. Wenn du jetzt, wenn wir aber jetzt die Überleitung finden, wenn wir jetzt wieder darauf zurückkommen, von Beruf zu Berufung, du hast ja jetzt wirklich was ganz Spannendes gemacht. Du hast dein Hobby, und zwar habe ich gesehen, du hast vor einem Jahr das Zeichnen wieder hochgeholt. Also das steckt ja auch schon lang in dir drin, ne? Genau. Und ich habe ewig nicht gezeichnet. Viele, also Jahrzehnte habe ich nicht gezeichnet. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt, wisst ihr schon, worauf es rauskommt, wenn man den bunten Arm sieht. Ich weiß auch, ich habe irgendwann mal zu dir gesagt, ich habe dir dieses Bildchen geschickt von dieser wahrsagenden Tätowiererin, die hinten dieser Frau ein Arschgeweih zeichnet und sagt, in 10 Jahren bereuen sie das. Und ich habe meine Vorahnung schon gehabt und habe gedacht, Dominik macht das irgendwann. Und tatsächlich ist die Dominik jetzt eine unwahrscheinliche, erfolgreiche Tätowierung, also eine richtige Artist, eine Künstlerin. Oh. Also du musst dann wirklich mal, doch, wir verlinken das auf alle, dass wir sehen, was du machst. Und die Bilder und gerade diese entzückenden
Also ich habe da letztens ein Bild von dir gesehen, da hast du eine Disney-Figur gezeichnet, ne? Was war das? Weißt du es noch? Disney habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob du Bambi meinst. Bambi, ich glaube, es war Bambi. Ja. Es ist ja jetzt nicht meins, ne? Aber wenn man dieses Bambi sieht, oder war sowas mit so großen Kulleraugen. Oder gibt es, ja, ein paar Sachen. So perfekt, so lebensecht gezeichnet, dass ich mir gedacht habe, das könnte direkt vom Poster dir entgegenspringen, aber es ist die Haut auch wirklich bunt in allen Farben, deswegen bunt, ne? Und ich fand, das ist entzündend. Wie bist du dazu gekommen, bitte? Wie ging das dann plötzlich, dass du sagst, du bist Tattoo-Artistin? Also gehört ja was dazu. Ja, das war tatsächlich so ein ganz komischer Umweg. Mein erstes Tattoo habe ich bekommen, als ich 17 war, noch ganz heimlich und so weiter. Und dann gab es ganz viele Phasen in meinem Leben. Auch das waren immer Phasen. Es gab immer Phasen, da hatte ich einen Termin nach dem anderen und bin halt nach und nach immer bunter geworden. Dann gab es wieder Ruhephasen, in denen ich nicht tätowiert worden bin, also als Kundin. Ja, und jetzt, als ich angefangen habe zu zeichnen, war es eben so, dass mich Tätowierer selber angesprochen haben und haben gesagt, Entschuldigung, so siehst du aus, so kannst du zeichnen. Wieso tätowierst du nicht? Du hast schon hunderte Stunden beim Tätowierer gesessen und tätowierst nicht. Und da muss ich sagen, ich hätte mir das niemals zugetraut, nie. Und auch das war wieder so ein, jetzt springe ich. Und dann habe ich mir vor genau am 1. September 2018 meine Maschine gekauft und seitdem liebe ich sie. Also das mache ich halt auch erst fünf Monate, glaube ich, oder wie lange ist es jetzt? Also mein erstes Tattoo auf jemandem, also auf Menschenhaut quasi gemacht habe ich in der ersten Septemberwoche, ja. Das ist ja auch ganz spannend zu wissen. Ich weiß immer, du hältst dein Privatleben unter Verschluss, aber ich weiß ja, dass dein Partner auch tätowiert ist, ne? Jetzt immer mehr. Die Schwarz-Weiß-Fraktion, ne? Ja. Die Schwarz-Weiß-Fraktion und sie ist bunt. Und die beiden sind ja auch, also wenn man die sieht, ist ein eindrucksvolles Pärchen. Ihr fallt mal auf, es ist so. Und ich weiß, dass du dir das Einhorn selber tätowiert hast. Kannst du das mal in die Kamera halten? Probierst du das mal irgendwo? Warte mal. Da muss ich ein bisschen hochgehen. Ja. Sieht man das? Du müsstest noch ein bisschen knien, ja, aber jetzt so langsam. Also es geht auch wirklich tatsächlich jetzt. Sie macht ja einfach bei sich, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich denke einfach, das kann nicht wahr sein. Ne? Und das sind Sachen, wo ich einfach so richtig fasziniert bin und sage, du hast jetzt einfach deine Berufung gefunden. Ja, absolut. Und ich mache auch das erste Mal etwas, das muss ich wirklich zugeben, weil Lebensberatung ist nach wie vor, also ich mache das gerne, aber es strengt mich an. Also ich brauche viele Pausen und es strengt mich einfach an, weil das so viel Aufmerksamkeit von mir fordert. Tätowieren ist für mich keine Arbeit und Zeichnen auch nicht. Also ich ist schon fast so, wenn mein Schatzi morgens auf die Arbeit geht und sagt so, oh, das wird jetzt ein toller Tag, na super, Montag, keine Ahnung. Und ich habe drei Termine, denke ich immer so, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, weil ich habe quasi keine Arbeit, weil ich empfinde das nicht als Arbeit. Das sagt man ja so, finde die Arbeit, die du liebst und du arbeitest keinen Tag mehr. Ne? Das sagt man ja so. So geht es mir auch im Moment. Also mir geht es ja so, wenn ich in meiner Hypnosepraxis tätig bin, ich mache es ja genauso, die Lebensberatung, es wird immer ein Teil von mir sein, aber wenn ich jetzt so in der Hypnose bin und ich merke richtig, man hilft Menschen weiter, weil es ist ja eine Art Therapie. Tätowieren ist ja auch eine Art Therapie. Ne? Und gerade du mit deiner Intuition, du musst doch direkt dabei sein und wissen, was die Kunden wünschen. Also so geht es mir ja, weil wenn jetzt eine Frau zu mir kommt, mit Beziehungsproblemen oder was ihr auch sagt über Thema Abnehmen. Ne? Bei mir ja so Fakt. Und ich weiß auch genau, das hat nichts mit dem Abnehmen zu tun. Du hast ja einen ganz anderen Trigger, der dich antriggert. Ja? Das muss doch bei dir genauso sein, wenn du in die Emotionen gehst. Du weißt doch genau, was die Kunden wünschen. Das ist doch für dich ein leichtes, oder? Erzähl mal. Also tatsächlich ist es so, dass ich ganz, ganz oft den Satz höre, wir verstehen uns. Also wenn ich entweder mit den Vorlagen komme, Vorlagen gezeichnet habe oder wenn
Wenn wir unterm Tätowieren, ist es eben ganz oft so, dass bestimmte Sachen noch gar nicht so festgelegt sind und dann sage ich, ach so, übrigens, das und das machen wir aber so und so oder wir lassen es leer oder ich habe mir die in die Farbe vorgestellt und dann sagen die Leute immer, wir verstehen uns. Also ist tatsächlich, würde ich von mir behaupten, dass ich mich ganz gut einfühlen kann, wie der andere so tickt. Und dann fällt es dir leicht, einfach das auf die Haut. Darauf einzugehen, was ja. Was man sich vorstellt, ne? Ja, dafür sind wir ja da mit unserer Intuition. Deswegen helfen wir einfach Menschen weiter. Und ich finde, eine Tätowierung, das ist ja auch was, was fürs Leben bleibt. Also ich habe es ja genauso, das sind Lebensstationen für mich gewesen, wo ich sage, das war mir jetzt wichtig, bei mir zu haben. Ne? Und es ist ja bei dir nichts anderes. Wenn man das so sieht, du lebst es ja. Also dich könnte ich mir jetzt ohne Tätowierungen gar nicht anders vorstellen. Du bist ich es. Mir auch nicht. Und ich, das ist ja aber auch, was ich weiß, hinter jeder Tätowierung steckt hier eine Geschichte. Hörst du dir das alles an? Ich kann mir das deswegen nicht anhören, weil viele Menschen scheinbar keine Geschichte zu einem Tattoo haben. Also bei mir ist es ja auch so, ich habe bestimmte Tätowierungen, die wollte ich aus ganz bestimmtem Grund, weil sie für mich irgendwas symbolisieren oder weil sie für irgendetwas stehen. Und dann habe ich aber selber auch Tätowierungen und das haben eben viele andere Kunden, die zu mir kommen auch, dieses scheinbare Durchblättern und zu sagen das, weil es mir einfach nur gefällt. Aber auch das gefällt mir ja nicht umsonst jetzt gerade, sondern auch das steht ja wieder für irgendeine Phase, für irgendeine Geschichte, aber ich glaube, manchmal ist einem das gar nicht bewusst und im Nachhinein denkt man dann so, ach, guck mal da, ausgerechnet in der Zeit habe ich mir das und das machen lassen, ne? Aber deswegen kann man sich die Geschichte nicht immer anhören, weil ich glaube, vielen ist nicht bewusst, warum sie sich ausgerechnet jetzt genau dieses Motiv aussuchen. Finde ich spannend. Ich habe immer gedacht, da steckt in jedem Tätowierung steckt eine tiefe gehende Geschichte, aber ich sag mal so, es ist bestimmt bei vielen so und du weißt, oder da gebe ich dir recht, dass man intuitiv manchmal denkt, oh, das könnte mir jetzt gefallen, das möchte ich, ne? Ja. Das bleibt mir schon ein, ne? Dann sagt, okay, das ist jetzt ganz, ganz interessant für mich oder relevant. Ich befinde, man trägt seine Geschichte auf der Haut, egal was. Die man auf der Haut trägt. Und wenn man jetzt aber so am Tätowieren ist, man erfährt viel von den Kunden, oder? Absolut. Also ist ein bisschen wie beim Friseur. Also ich meine natürlich, ich verbringe mit den Leuten viel Zeit und man kommt sich natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes näher als in den meisten Jobs. Also ich meine natürlich kommt dir auch eine Friseurin nahe und dir kommt auch jemand nahe, der zum Beispiel massiert oder ein Physiotherapeut oder sonst was. Aber bei mir kommen ja, also ich, wenn ich das so ganz uncharmant ausdrücken darf, bei mir kommen ja sogar die Körperflüssigkeiten noch dazu. Also von Wundwasser über Blut und so weiter. Also ich komme den Menschen tatsächlich nahe. Das ist schon was Intimes. Also nicht nur, weil sie ja natürlich auch Schmerzen haben hin und wieder und das ja auch mit mir teilen. Es ist jetzt gerade zum Beispiel Männern oft peinlich, dass ihnen das dann wehtut oder sowas, ne? Und das sind ja schon Momente, die man normalerweise nicht gerne mit jemandem teilt. Verstehe ich. Die Dominik hat Angst gehabt, dass sie den Hund bellt und jetzt muss ich mit ausdrücken möchte. Also jetzt liegt es an mir, aber gut, das ist so. Hier lebt. Du hast ja auch Tiere, hast du gesagt? Ja. Und immer Tiere gehabt? Ja. Und die leben auch mit dir und deinem Freund im Haus und du bist die... Wir teilen Tisch und Bett, wenn du es genau wissen willst. Ja, okay. Ich teile Tisch mit meiner Katze. Bett gehört mir. Jedenfalls bestehe ich da drauf. Aber wir selber wissen, wie es macht. Aber das ist eben so, die müssen dann mit und die Tiere kann man nicht berechnen. Ich sage immer, das gehört aber auch dazu. Ne? Dominik, wenn du jetzt mal so einen kleinen Hinweis noch, ich gebe ja gerne mal so ein bisschen Fragen, noch ein paar Sachen, was mir einfach zu dir eingefallen ist. Was würdest du jetzt den Damen sagen, die Forschsuchteich-Fraktion sind? Dass man sagt, Mensch, ich suche verzweifelt einen Partner. Ne? Und was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben? Ich habe selber eine Zeit lang gedacht, ich müsste verzweifelt einen Partner suchen und habe ja jetzt den besten Mann der Welt. Nein, also wirklich jemanden, wo ich das Gefühl habe, bevor ich ihn kannte, habe ich gedacht, so wenig Kompromisse machen zu müssen, das geht gar nicht. Also
irgendwas ist ja immer. Mhm. Aber tatsächlich ist bei ihm nichts. Also es kann auch wirklich zu 100% passen. Und das kam ja zu einer Zeit, als ich gedacht habe, ja, jetzt kann ja nichts kommen. Ich glaube, man muss, so blöd wie sich das anhört, tatsächlich weg von diesem Suchen. Und ich glaube, wenn man von Herzen, wirklich von Herzen, nicht nur oberflächliches Blabla, sondern von Herzen akzeptiert hat, dass es zur richtigen Zeit kommen wird, dann kommt es auch. Da gebe ich dir recht. Also ich sage immer, es geht ja nichts ohne Emotion. Ne? Also wenn der Kopf und die Emotion im Einklang ist, dann eröffnet sich ein Weg, auf dem man einfach nicht mehr zu bremsen ist. Ja, wenn man einfach sagt, Mensch, die Emotion, ich möchte was erreichen, ich möchte ein Ziel erreichen, ich möchte unbedingt dahin, wo ich hin möchte, so sehe ich es ja bei dir auch in der Art, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, für dich ist Berufung. Ich finde, irgendwo war das schon bei dir vorgegeben, in deinem Weg, du hast nur die Chancen ergriffen und gesagt, jawohl, jetzt mache ich es, weil ich keine Angst mehr habe. Und ich denke, Angst ist ein ganz großer Faktor, der uns hindert, irgendwas zu erreichen. Ne? Absolut. Und dann ist es ja auch die Angst vom Alleinsein, die Angst, irgendwas zu starten, die Angst, einfach zu sagen, jetzt lebe ich mein Leben. Genau. Und ich denke, da bist du einfach ein wunderbares Beispiel daran, dass es wirklich, wenn man geschubst wird, dass man springen muss, dass man auch durch die Angst gehen kann und darf. Und dass sich dann so was Wunderbares eröffnet, dass man sagt, man lebt jetzt das Leben, das man liebt. Und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Mhm. Ja, das ist genial. Absolut. Weil ich wohne heute, wie ich es mir nicht erträumt hätte. Ich habe die zwei besten Hunde der Welt. Na, selbstverständlich die beste Beziehung der Welt. Also es hört sich alles so blöd an, aber es ist ja nur ein Ist-Zustand. Wenn wir 3 Jahre zurückgehen, lag alles in Schutt und Asche und in Trümmern. Und die Menschen, denen es schlecht geht, die dürfen nicht vergessen, dass auch das ja nur eine Etappe in ihrem Leben ist. Aber das ist ja nicht das Ende. So hört es auch nicht auf, sondern das ist nur ein Schnittpunkt. Und wenn die jetzt mich sehen oder ich andere sehe, dann muss man gar nicht neidisch sein, weil auch das ist ja nur eine Momentaufnahme. Genau, das hast du schön gesagt. Und ich denke, mit diesen Worten komme ich auch langsam zum Abschluss, obwohl ich ja mich noch stundenlang halten könnte. Es war jetzt wirklich ein tolles Gespräch und auch super. Ich finde, man kann so viel mitgeben, ne? Man kann durch so einen Podcast, so ein Gespräch mit anderen Menschen wahnsinnig viel mitgeben. Und all die Frauen, die vielleicht jetzt in der Situation sind, wie sie Dominik war und wie sie ich war, ja? Mm. Manchmal muss man springen und auch wenn man auf die Nase fällt, man muss halt wieder aufstehen und sagen, okay, man ist einfach aus seiner Komfortzone geschubst worden und dann hat man einen Anfangsschmerz und wenn man durch diesen durchgegangen ist, dann erwartet einen das Leben. Und es hört ja nie auf, man wächst ja immer, ja? Und die Worte schließen wir jetzt ab, auch wenn wir es noch weitermachen könnten ohne Ende. Vielleicht gibt es ja nochmal einen. Also ich habe mich ja vorher nicht nochmal bei Instagram zu interviewen, im Live-Interview, das jetzt natürlich flutscht ohne Ende, das wissen wir jetzt. Und ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Interview. Sehr gerne. Und vielen Dank, ich habe zu danken. Ja, mach's gut. Und verlinke mir die Dominik mit allem Pipapo noch auf der Facebook-Seite und dann, wenn ihr einfach das Bedürfnis habt, ein super Tattoo zu bekommen von einer tollen Künstlerin. Hier ist es. Ja? Tschüss. Tschüss. So, Dominik.